Let's go. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zu einer unserer neuen Podcast-Folgen hier, beziehungsweise zu einer unserer Podcast-Folgen. Wir melden uns von unserer, glaube ich, 18. Folge ist das jetzt ja schon. 18. Folge ist das, ja. Hallo Leo, schönen Abend. Ja. Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns jetzt da am Ohr habt, dass euch das interessiert, was wir hier quatschen. Playmobil-Content vom Feinsten gibt es auch heute wieder und sowieso immer bei uns. Und vielleicht habt ihr es im Titel schon erraten und ein bisschen schon erahnt, was heute kommt. Heute soll es um den Playmobil-Funpark in Zirndorf gehen und um die Playmobil-Feature-Serie 25, die Jungen und die Mädchen-Sachen. Da werden wir kurz drüber schauen, halt drüber gehen, die Figuren anschauen und uns halt ein bisschen bewerten. Mhm. Und halt jetzt so ein bisschen den Playmobil-Funpark anschauen und halt für alle, die ihn nicht kennen, aber ich schätze mal, jeder Playmobil-Fan kennt den Playmobil-Funpark, werden wir da kurz geschichtlich was erzählen drüber. Ich denke, das passt ganz gut. Genau. Genau. Leo, sonst alles in Ordnung? Geht's dir gut? Mhm. Ja. Passt, er schüttelt den Kopf, er will starten. Na gut. Es ist jetzt 20 Uhr bei uns und ich denke, wir sind motiviert genug. Starten wir durch. Der Playmobil Funpark in Zirndorf ist ja einer von vielen Playmobil Funparks, die es gibt in der Welt. Es gibt ja welche in Frankreich, in Fresnes, spricht man das aus? Fresnes? Fresnes geschrieben. In Frankreich gibt es einen, in Athen, in Griechenland gibt es einen Playmobil-Funpark und auf Malta gibt es auch einen Playmobil-Funpark. In den USA, in Amerika hat es zwei Playmobil-Funparks gegeben. In Orlando hat es bis zum Januar 2007 einen Funpark gegeben und in Palm Beach Gardens hat es bis Dezember 2017 einen Playmobil-Funpark gegeben. Ich weiß nicht, warum die jetzt geschlossen haben bzw. zugemacht haben, vielleicht zu teuer geworden für Amerika. Ja. Dass sie das nicht mehr unterhalten haben. Und jetzt gibt es halt den Zirndorf und die drei anderen, die wir genannt haben. Und deren Zirndorf ist halt der Hauptsitz. Mhm. Und auch dort Nürnberg ist auch die Playmobil-Hauptstadt, Erfinderstadt. Warum Malta? Keine Ahnung, ja, Malta werden die Figuren produziert. Wirklich? Mhm. Warum? Keine Ahnung. Ja, mitten im Ozean. Ja, keine Ahnung, billiger. Ja. Da werden die Figuren produziert und da gibt es halt auch einen Funpark. Ich finde auch Athen cool. Mhm. Irgendwie. Der ist ja nicht schlecht. Kann man hinfahren. Hm? Du fliegst ja diese nach Griechenland, kannst du anschauen. Mhm. Und dann mir berichten. Wir sind ja, wenn ihr uns auf Social Media folgt, so auf YouTube und auf Instagram, wir sind ja schon jetzt jahrelang, kann man schon sagen, im Playmobil Funpark in Zirndorf Jahr für Jahr. Wir haben, wann sind wir öfter mal jetzt schon dort? Sechsmal? So oft schon. Öfter? Mm-mm. Sechsmal? Also sechsmal sicher schon. Nein. Ich glaube schon, ja sicher. Ich glaube nicht. Um die sechsmal waren wir sicher schon dort. Vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, dieses Jahr fahren wir auf jeden Fall wieder in den Sommerferien hinaus. Wahrscheinlich das letzte Mal. Schauen wir mal, je nachdem, wie sich das alles entwickelt. Aber auf jeden Fall sind wir dieses Jahr wieder draußen. Wenn ihr uns da folgt auf Instagram und YouTube, dann erfahrt ihr wann wir dort sind und vielleicht treffen wir uns dort. Mhm. so viel mal dazu. Das heißt, insgesamt gibt es 4 Playmobil Funparks auf der Welt. Vom Legoland gibt es 2. Wenn wir jetzt mal so denken, Legoland gibt es in Deutschland und in Dänemark. Und Playmobil Funparks gibt es auch einen. Ich glaube nicht, nein. Ja. Ich weiß es gar nicht. Ich kenne nur den in Dänemark und in Deutschland. Erfunden oder gebaut wurde der 90.000 Quadratmeter große Park. Groß. Baubeginn war 1998 im Juni und im Mai 2000 wurde er offiziell eingeweiht. Das heißt, einen Monat bevor wir hier rausfahren, wird der Funpark 24 Jahre alt. Die Gründung des ersten Funparks, also ganz am Anfang, reicht bis Anfang der 1990er Jahre zurück, aber das war noch kein Außenbereich, das war nur das Hauptcenter quasi, was jetzt da ist,
Weil dort eben auch direkt daneben die Firma ist, Horst Brandstätter Firma, und dann haben sie den Innenbereich schon in den 1990er gehabt, und der Spatenstich für den Außenbereich war eben 1998. Das Interessante an diesem Außenbereich ist ja, dass der Park, der Großteil des Par der Parks befindet sich auf dem Gelände einer ehemaligen Mülldeponie. Das finde ich voll lustig. Das habe ich gar nicht gewusst, dass da dass es mal eine Mülldeponie war. Und die Spielgeräte und die ganzen Aufbausachen, die wurden zum Schutz der Deponieabdeckung auf selbsttragenden Plattenfundamenten errichtet. Das heißt, die ganzen Attraktionen dort wurden nochmal extra auf einem Extraboden aufgebaut, weil es gibt das Sickerwasser, tritt aus von dieser Mülldeponie, und das wird dann eh regelmäßig geprobt, alles, und Spielgeräte und alles wird überprüft in den Schlummertagen, wo der Außenbereich zu hat, und wird alles überprüft. Der Aber Außenbereich zu. ja, in den Schlummertagen hat der Außenbereich zu. Das sind jetzt da vom 19.02. bis zum 17. März. Wieso sollte man da hinfahren, ja? Hat nur das, ja, wenn man dort wohnt, hat nur der Shop offen und der Klettergarten. Oh, und das habt ihr dann halt dort, oder? Nein, das hab's noch nicht. Nur der Shop und der Klettergarten. Und Ja, dafür, zahlt man dann was? Nee, oder? das Tagesticket kostet 4,90 €. Ernsthaft? Ja. In den Schlummertagen für den Klettergarten. Kann man den ganzen Tag im Klettergarten. Genau. Und der Außenbereich hört eben zu. In der Hauptsaison kostet das Ticket 17,90 €, also. Da hat man halt alles. So viel dazu. Jetzt hast du mich aus dem Konzept draußen. Ja, Leo, die Idee, warum hat der aus Brandstätter die Idee gemacht? Ja, er wollte einen Freizeitpark haben, der damit halt auch als Werbung dient. Und Die Grundidee war, dass er dem Bewegungsmangel der Kinder entgegenwirkt. Vom Kinderzimmer, vom Playmobil-Kinderzimmer hinaus auf dem großen Spielplatz Playmobil. Deswegen sind auch keine Fahrgeschäfte im Funpark, das habe ich auch nicht gewusst. Weil im Legoland gibt es auch, es gibt ja fast nur Fahrgeschäfte und alles Mögliche. hast du gesagt, ich habe ich auch nicht gewusst, hä? Was? Wieso? Hast du es auch nicht gewusst? Ich habe nicht gewusst, dass es deswegen keine Ach so, Fahrgeschäfte ah. gibt. Dass es Der Grundgedanke war, dass die Kinder sich selbst bewegen sollen und dass es ein riesengroßer Spielplatz eigentlich ist. Das ist eigentlich eine richtig coole Idee und ist eigentlich heute noch immer oder noch mehr aktueller als je zuvor. Wenn man sich die heutige Jugend und so anschaut, dann ist das eh super, dass man sich da selbst bewegen muss und dass man nicht nur herumsitzt. Und welche Spielwelten haben wir denn jetzt da eigentlich in diesem Funpark? Es gibt ja da ganz viele, es gibt nicht alle, logischerweise, die Playmobil so als kleine Spielwelten hat, aber so die wichtigsten gibt's. Also, ja, die Classic ist halt die Piraten, die Ritter, dann Western und Goldmine, auch so Classic, die Polizeistation, das Baumhaus und die Dinos, dann ein Bauernhof und dann noch die Feen und die Meerjungfrauenwelt. Genau. Und das Neueste ist eben die Meerjungfrauenwelt, die ist 2020 eröffnet worden. Und es gibt auch Wasserspielplätze. Genau, es gibt eine Go-Kart-Bahn bei der Polizeistation, die schon seit 2015 gibt. Und seit 2020 ist eben im Außenbereich nichts Neues passiert. Ich bin gespannt, wann es wieder mal was Neues machen. Wann es neue Ideen gibt. Wasserspielplätze gibt es bei der Achenoa für die kleineren Kinder mit dem Wasserkanal zum Spielen. Unten Power-Paddle-Boote gibt es, die sind bei der Feenwelt und die sind wirklich lustig. Das Lustigste ist aber das Minigolf dort. Es gibt im Playmobil Funpark ein eigenes Minigolf, was es seit 2006 schon gibt. Was eigentlich, finde ich, das beste Minigolf ist dort, die besten Bahnen, die es überhaupt gibt, finde ich. Es gibt Balancierparcours, einen Rutschenhang, den gibt es schon seit 2000, also seit der Gründung sind die Rutschen dort, der ist richtig cool. Da gibt es lange, kurze Rutschen zum Raufklettern, und eben auch einen Aktivpark, der jährlich erneuert wird und halt aktualisiert wird. Ich glaube, da ist generell so die kleinen Neuerungen gemeint. Es gibt eben auch den Indoor-Bereich, das Hop-Erlebnis-Center, das Hop-Center. Das gibt es seit 2005. Halt ist das so, wie es jetzt ist. Da gibt es alle Playmobil, oder die meisten Playmobil-Spielwelten sind da drinnen.
Gerade die neuen. Die neuen vor allem Update auch, kommen. wo man damit dann eben quasi gratis spielen kann drinnen, vor allem auch wenn schlechtes Wetter ist, ist das richtig klasse, das Hopcenter, wo auch immer ein Café drinnen ist und die Hotelgäste vom Playmobil Hotel frühstücken im Hopcenter. Da wird im Hopcenter gefrühstückt und man kann auch als Nicht-Hotel-Schlafender, sagt man das so, egal, dort frühstücken für 15 Euro oder so, kann man dort dann eben auch hingehen frühstücken. Das Playmobil Hotel gibt es seit 2002. Das wurde direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite dazu gebaut. Haben wir auch schon zweimal übernachtet? Dreimal? Zweimal. Zweimal haben wir übernachtet dort. Ist voll cool, halt richtig mit Playmobil und so, aber seit die letzten Jahre haben wir immer im Hotel Knorz übernachtet. Verlinken wir euch gerne unten. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr das nächste Mal oder wenn ihr Ja. andenkt, in den Funpark zu fahren. Ist besser als das Playmobil Hotel, muss man sagen. Ja, Familienfreundlicher. schon. Und man geht wirklich nur ganz kurz. Es ist nicht viel Das ist länger. auch praktisch, der Nicht viel Spaziergang länger. in der Früh. Genau, ein kurzer Spaziergang in der Früh. Es ist nicht viel weiter weg als das Playmobil Hotel. Und ist, finde ich, vom Ambiente her einfach besser. Genau. Genau. Es gibt eben auch diesen Klettergarten und das Lichtlabyrinth, was es seit 2004 gibt. Was eben auch super für Schlechtwetter, fürs Schlechtwetter ist. Genau. Wie gesagt, bis zum 17. März sind die Schlummertage. Am 18. März, wer ist die große Neueröffnung? Ist eh früh dann. Ja, ist eh früh. 18. März Also im bis Dingsan. Winter ist dann auch eigentlich draußen zu, oder? Im Winter ist auch draußen zu, ja, der Außenbereich ist zu. Da hat das Hauptcenter offen. Und die Eislaufbahn. Eislaufbahn, Klettergarten, Zauberweg, das ist dort beim Piratenschiff. Ja. Das ist da. Und in der Wintersaison offen. In der Hauptsaison kostet das Ticket, wie gesagt, 17,90. Ab 15 Uhr kostet es 15,90 Euro. Minigolf kann man extra gehen. 11 bis 19 Uhr. Das kann man extra zahlen. Da muss man nicht im Funpark drinnen sein. Und dem auch das Frühstücken, wie wir gesagt haben, ist auch im Funpark möglich. Und der Funpark Store natürlich, der riesengroße Playmobil Shop, der wirklich, wirklich lässig. Also da muss man dann fast was kaufen, wenn man da ist. Und den kann man eben auch nur so besuchen, ohne dass man jetzt in den Funpark drinnen ist. Da gibt es die besten Playmobil Artikel logischerweise und die neuesten und die wichtigsten. Und Fundgruben, wo man alte Sachen auch findet. Das ist auch cool. Dann gibt es immer wieder Events im Funpark. Neben den Hauptattraktionen gibt es immer wieder Events. Zum Beispiel zum Fasching war jetzt da bis zum 13. Februar, bis Dienstag halt war irgendein Faschings-Event und ein Faschingsumzug im Hopcenter mit Verkleidung und alles Mögliche. Im Winter sind die Eislaufbahnen und im Sommer sind so, hat es jetzt gegeben, da waren Polizei, Feuerwehr, Rettung waren dort und haben den Kindern eben so ein bisschen was erklärt bei den jeweiligen Spielewelten, Okay. so welche Sachen Ja. sind, veranstalten sie immer wieder im Funpark, was ich richtig cool finde. Und wir haben voll vergessen, den Lichutzer-Store. Genau, den Lichutzer Store. Playmobil ist ja mit Lichutzer, gehört auch aus zur Hausbrandstätter Group. Genau. Und den Lichutzer Store ist eben auch dort der Hauptcenter. Der ist richtig cool auch. Der sie ist eigentlich ziemlich abgelegen hinterm Piratenschiff. Da geht man dann so durch ein Drehkreuz. Dann kommt man zum Store. Genau, ist unbedingt auch ein Besuch wert, wenn man dort ist. Da kann man sich schöne Playmobil-Köpfe, Blumentöpfe besorgen. Die sind wirklich lässig, haben wir noch immer nicht gemacht, wollten wir jedes Jahr machen, vergessen wir immer. Das müssen wir endlich mal machen dann. Ich finde es nur schade, dass wir schon so alt sind und nicht die Anfangsjahre des Funparks erlebt haben. Die eine ganz neue Eröffnung und so. Dass wir jetzt erst die letzten Jahre dann dazugekommen sind. Aber das ist bei uns eh, wir sind noch zu jung für die ganzen alten Sachen, für die ganzen alten Playmobil-Sachen. Ja, Da sind wir leider noch nicht und so dabei. ja, der Lichutersaw gibt es eigentlich nur dreimal. Zweimal nur in Deutschland, oder? Zweimal in Deutschland, ja. Einmal im Funpark und einmal noch irgendwo in Ja, Dortmund oder so. irgendwo so, ganz komisch. Ja, keine Ja. Ahnung. Das, in Österreich gibt es das gar nicht, also einen Lichutzer Store. Da bieten nur manche Fachgeschäfte Lichutzer Sachen an. Aber so ein Lichutzer Store an sich gibt es hier bei uns in Graz zumindest, Steiermark weit nicht. Und ich habe ihn sonst auch in Österreich noch nie ganz gesehen. Ich glaube, den gibt es wirklich nur in Deutschland und eben so Einzelprodukte zum Kaufen. Ja. Was es in Österreich aber gibt, sind die Playmobil Fun Stores. Die gibt es in Österreich. Das ist so ähnlich wie so ein Lego Store. Wie gibt's? Nur halt, ja genau, ein Playmobil Fun Store. In Wien gibt es das, in der Shopping City Süd. Da gibt es einen Playmobil Fun Store. Stimmt. In Graz bei uns gibt es einen Lego Store im Murpark. Und in Wien gibt es
auch einen Lego-Store und einen Playmobil-Fun-Store. Ich weiß gar nicht, ob es noch einen zweiten gibt in Österreich. Und ich finde es schade, dass es bei uns in Graz sowas nicht gibt. Aber in Wien gibt es das. In Shopping City Süd irgendwo ist der Playmobil-Fun-Store. Das ist wirklich cool. Ist zwar, ja, nicht so groß, aber trotzdem. Ja, da ist der Lego-Shop größer. Ja. Lego-Shop, ja. Genau. Aber bei Lego ist irgendwie gefühlt alles größer. Und ist ausbaufähig bei uns, ja. Das ist auf Playmobil mehr. Aber ja, so viel zum Playmobil Fun Park. Aber ich glaube, das ist so ziemlich das Wichtigste einmal durchbesprochen. Wie gesagt, folgt uns gerne auf Instagram. Dort nehmen wir euch immer wieder mit hinter die Kulissen von uns und auch in unsere Fun Park Abenteuer. Und da könnt ihr uns gerne schreiben, ob ihr schon mal dort wart und dann eure Erlebnisse. Und ja, wir würden uns sehr freuen, eure Erlebnisse und Geschichten zu uns zu bekommen. Also irgendwie halt. Und ja, der Funpark ist auf jeden Fall ein Besuch wert, dass man das mal so abschließend noch sagt. Als Playmobil-Fan muss man dort mindestens einmal gewesen sein. Zu alt ist man für das nie. Ich meine, ich bin jetzt 18, du wirst 14 und wir fahren trotzdem noch mal hin. Das geht irgendwie immer. Auch wenn man nur, ja, das ist so viel dazu. Wie gesagt, wir Und schauen. auch, wenn, weil Lars vom Playmobilcast hat ja gesagt, er will vielleicht dieses Jahr fahren ins Playmobil, zum Funpark, dann nimm das Hotel Knott. Genau, Nicht ja. das. Schöne Halt, Grüße. wenn du immer wird. Wir haben So. es lange nicht gesagt. Schöne Grüße an Lars, Servus. Und vielleicht treffen wir uns ja im Funpark, da können wir uns ja vielleicht zusammenreden, dann wird es eine Special-Podcast-Folge im Funpark vielleicht. Das wäre lustig. Egal, das ist noch, liegt noch in der Zukunft, was jetzt da ist. Wir gehen über in die Playmobil Features und noch zu unserem Playmobil Features-Thema. Sind ja jetzt seit Januar ist die Serie 25 heraus. Und wir haben uns gedacht, ja, schauen wir uns halt an, was es so gibt jetzt da zum Entdecken in der 25er Serie. Und wir beginnen bei den Buben. Buben oder Mädchen? Buben. Was? Beginnen bei den Buben. Bei den Buben, wie viele Figuren haben wir denn da? Es sind immer gleich. Was? Es sind immer gleich viele Figuren. Wie viele Figuren sind denn? Zwei, 12. 12 Figuren. Wir haben 12 Figuren, die man sammeln kann und mit denen man dann eben spielen kann oder ausstellen kann. Wir haben ja so einen eigenen Tisch, wo man diese Figuren draufstellen. Nein, wir haben so einen Tisch gehabt. Den Tisch haben wir dann zum Drehen verwendet und jetzt liegen unsere ganzen gesammelten Figuren im Playmobil-Zimmer um und um und wir müssen den Tisch erst wieder aufbauen. Und wir schieben das schon ewig vor uns hin. Ich glaube, das machen wir jetzt endlich mal in den Semesterferien vielleicht. Dann nehmen wir uns Zeit. Egal. Auf jeden Fall, die neue Serie 25 haben wir schon zwei Packerln gekauft. Zwei Figuren haben wir also schon. Wir haben diesen Burgerverkäufer. Der ist richtig cool. Und den Paparazzi. Genau, den Paparazzi, den Fotografen, den Journalisten. Nein, das ist kein Journalist. Die zwei haben wir, die sind wirklich cool. Sind fast eh schon die besten Figuren irgendwie, die jetzt da dabei sind. Auch Welche haben wir schon denn cool. noch? Es gibt einmal, wir beginnen von rechts unten, den einen Schiffsbrüchigen, der wahrscheinlich auf einer Insel ist und dann ein SOS-Schild hat oder halt so, ja. Und ein Krebs ist dabei. Genau. Ja. Dann der Ein nächste. Opa mit einem Baby vorne drauf. Ein fürsorglicher Opa mit einer Milchflasche und einem Baby vorne drauf. Das ist wirklich voll lieb. Das ist, habe ich noch nie gesehen, so eine Blümpelfigur, wo man das Baby vorne so am Bauch tragen kann. Und das hat jetzt der Opa, das finde ich lustig, dass das nicht die Mutter oder die Oma ist, sondern der Opa. Das ist irgendwie untypisch. Ja, und der nächste ist ein Skateboardfahrer. Ein Zombie-Skateboardfahrer. Schaut zumindest so aus. Schaut so aus, ob geschminkt oder ob wirklich ein Zombie ist. Ich glaube, es ist hier wirklich ein Zombie. Mit einem Skateboard und einer coolen Komisch. Kappe. Der nächste ist ein Freestyle-Rapper. Genau, mit DJ Pult. Naja, mit zwei Boxen. Dann weiter nach rechts oben ist ein Sushi-Mannmacher. Der hat ein Asiate mit Stäbchen, ein Brett, wo Sushi rum ist. Und daneben ist gleich ein Astrologe. Astrologe? Ja, der hat nämlich seinen Zirkel und seinen Kompass. Naja, Kompass. Ja. Ja, dann ein Geograf kann auch sein. Es kann auch ein Geograf Irgend sein. so Ein eine Alpen. geschichtliche Figur. Ja.
Daneben ist keine Ein Ahnung. Geisterjäger ist es, glaube ich, oder? Nein, Geisterjäger. Nein, es ist ein Geist mit Ein einem Geist ist Schirm es, ja. in der Ja. Hand. Ganz komisch. Irgendwie verstehe ich diese Figur nicht, die Aus so, welcher, so aus welche. welchem Prinzip sie kommt. Keine Ahnung. Was haben wir dann als nächstes? Der ist ganz schwer zu erkennen. Was ist denn das? Ich glaube, das ist ein Putzmann, oder? Schaut das nur so aus. Es ist ein Rennfahrer, halt ein RC-Rennfahrer, halt ferngesteuertes Auto, ist das, was er in der Hand hat. Schon? Ach so, okay. Und ja. Und das so. Das, ah, okay. Okay. Dann geht's weiter. Haben wir einen Schneeschuhwanderer. Das sagt ja schon alles und das ist wirklich cool, weil solche Schneeschuhe wollte ich immer schon mal haben. Vielleicht ziehen wir den irgendwann nochmal. Ja, und der letzte und eigentlich, glaube ich, immer der besonderste, der da oben ist, ist der Wikinger mit einer Axt, mit einer richtig coolen Streitaxt und einem großen Schwert. Genau. Also das sind die Figuren. Ich finde ja die zwei Figuren, die wir herausgezogen haben, der Paparazzi und der Burgerverkäufer, sind die zwei coolsten mit dem Wikinger. Und der Rest geht. Der Schneeschuhhund. Ja. Es waren schon mal coolere dabei, finde ich. Aber es, ja, sind nicht schlecht. Ich find's, ja, passt schon. Passt schon. Dann gehen wir zu den Mädchen über. Da haben wir jetzt dann die Mädchenbackerl kaufen uns jetzt ja nicht so unbedingt. Erst wenn wir die Buben alle voll haben. Kaufen vielleicht mal ein Mädchenbackerl, aber wir schauen mal, was es da so gibt. Da kennen wir uns ja gar nicht so aus. Ich erkenne eine Prinzessin oder eine Königin, die ganz oben ist, als besondere Figur. Ja, dann eine Superheldin mit Blitzen. Na? Eine Faschings-Karneval. Ah, wie Das heißen ist ein diese? Lama, oder? Was? Das da ist ein Lama, oder? Nein, ich meine das daneben. Was denn? Ja, rechts Bitte? daneben. Rechts. So. Ja, das gibt Ach man. so, Das ist dann. eine Faschings-Karneval. Parade, Parade, genau, Parade. Figur. Ganz cool verkleidet, halt wie die immer sind, so. Und daneben ist auch eine Skateboarderin oder Longboard. Wieso auch? Ja, weil es beim. Also. Eine, ja, das ist aber ein Longboard, was die da hat. Long mit Helm, sehr vorbildlich. Longboard-Fahrerin mit Helm. Dann geht es weiter mit einer Polizistin mit Handschellen. Eine Basketballerin ist das, glaube ich. Ich glaube, es ist ein Basketballer. Eine Ja. Basketballerin. Ein Mädchen mit einem Lama-Kostüm und einem Zauberstab in der Hand. Oder Einhorn, ich glaube, das ist ein Oder ein Einhorn. Einhorn, ja, wie auch immer. Ja, dann eine Essensverkäuferin. Oh, die Kekse oder Pizza, was die da hergibt. Ich Ah, glaube, Pizza ist das. ja. Das ist immer so ein bisschen so Gegenteil von Stimmt, das ist ein den bisschen ähnlich wie die jungen Sachen halt. Figuren. Ja, Gegenteil, dann eine Künstlerin, eine Dämonin, eine. Schafhirte. Und eine griechische Göttin. Oder Wikingerin. Ja, Kriegerin ist das eher. keine Genau. Ja, es stimmt, du hast recht. Das ist ein bisschen, teilweise ein bisschen ähnlich. Die Wikingerin und der Wikinger sind ähnlich. Dann die Dämonen und der Geist mit dem Regenschirm. Ahnung. Ist ähnlich. Die Schafhirtin ist ziemlich ähnlich wie der Graf oder was das auch immer Was ist mit gar dem nicht ist. Kompass. Sie haben, glaube ich, auch gleich Anzug. Die kommen aus dem gleichen Ding. Ja, Oder trotzdem sind nein. ähnlich zumindest. Ähnlich. Dann eben die Longboard-Fahrerin. Also Ja, es sind Ähnlichkeiten. Mehr gibt es dazu eh nicht zu sagen. Ich finde die Figuren ist eine richtig coole Sache. Zum Sammeln und dann auch die mit dieser Features-App, die Figuren-App, die es da gibt fürs Handy, wo man dann diese Figuren einscannen kann und mit denen man dann am Handy Spiele spielen kann mit den Figuren und wo man dann halt online auch zusätzlich sammeln kann, nicht nur so physisch. Und die 24er-Serie gibt es natürlich nach wie vor auch, da haben wir eh schon fast alle zusammengesammelt und die gibt es jetzt mal das restliche Jahr lang und ich hoffe, dass wir endlich mal schaffen, eine ganze Serie zusammensammeln. Sie kosten 2,50 €. Ich finde, ja, geht. Der Preis geht. Le Lego ist ja doch nicht so. Die Lego-Figuren sind auch lieb. Die sind auch so. Gibt es jedes Jahr neue Lego-Figuren? Ich glaube, oder? Ja, auch Ja, schon. und auch verschiedene Themen wie Disney und so. Okay. Das wäre auch eine coole. Ja, nein. Das passt schon so. Cool wären auch so eigene Karten drinnen von der jeweiligen Figur irgendwie. So Ja, Sammelkarten es gab sie zusätzlich. bei Scooby-Doo, beim Scooby-Doo. Gibt's das? Und ja, jetzt nicht mehr. Okay. Und beim Playmobil Movie, aber das von Sticker. Okay. Die gibt es auch nicht mehr. Irgendwie cool, so Sammelkarten in jeder Packung noch zusätzlich drin.
Und dann halt 3 Euro verlangen von mir aus. Anstatt 2,50 €. Naja. Gut. Ja, mit diesem wunderschönen Abschlussgedanken für diese Sammelkarten. Der Ableger verabschiedet sich einmal. Er ist müde, morgen muss er früh aus. Ich werde euch noch ein bisschen bequatschen und halt Abschlussrede machen. Mhm. Tschüss, Leo. Tschüss. Danke fürs Mitmachen. Bitte. War wieder mal sehr schön mit dir. Mhm. Und tschüss. Ja, ich hoffe, dass euch unser Podcast gefallen hat, wie immer. Unser Podcast muss euch gefallen, weil er immer cool ist. Danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr bis ans Ende geschafft habt. Schreibt uns doch gerne, ja, was ihr von der Folge haltet. Verbesserungsvorschläge, wir freuen uns über alles. Abonniert auch gerne unseren Podcast, wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt und wenn ihr jeden Montag in den Genuss einer Special Montags-Motivationsfolge kommen wollt. Die gibt's ausschließlich für Abonnenten und da würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen würdet. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Freitag wieder bei unserer nächsten Folge, bei unserer 19. Folge dann schon. Wir nähern uns den 20. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Mir kommt vor, wir haben erst begonnen mit dem Podcast. Und mir kommt auch vor, dass wir von Folge zu Folge besser werden und professioneller werden, auch wenn man es nicht glauben mag, dass wir professionell sein können. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Wir hören uns dann entweder am Montag oder sonst nächste Woche Freitag wieder. Genießt es. Wir starten jetzt dann mit Samstag, naja, eigentlich jetzt so mit Freitag, mit 16. Februar in die Semesterferien, beziehungsweise Leo. Das sind jetzt mal Ferien nächste Woche, aber keine Sorge, Podcast gibt es trotzdem und Videos auf YouTube auch. Folgt uns doch gerne auf allen Social Media Plattformen. Aber egal, ich laber nicht mal lange drumherum und die halbe Stunde kriege ich ja sowieso nicht mehr voll. Also, tschüss. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.